Im grünen Gesetzentwurf wird unterstellt, dass für die waldbauliche Situation Hirsch und Reh verantwortlich sind. Die Wahrheit ist, dass die Trockenheit und natürlich die Borkenkäferkalamitäten hierauf Einfluss üben. Und der grüne Referentenentwurf lässt das nicht klar zur Kenntnis werden. Der Gesetzentwurf unterstellt, dass die Jäger in Rheinland-Pfalz den gesetzlichen Verpflichtungen der Regulierung der Wildbestände bisher nicht nachgekommen sind. Und das ist schlichtweg so nicht richtig. Wir kommen bei uns im Landkreis Corumzell diesen Verpflichtungen nach. Wir lassen auch Abschüsse und Abschusszahlen kontrollieren durch neutrale Personen, die den körperlichen Nachweis erbringen. Wir sind diejenigen, die hier ganz klar professionell vorgehen und auch dafür sorgen, dass Land, Forstwirtschaft und Jagd zusammen harmonieren und somit dem gesetzlichen Auftrag bisher immer einwandfrei erfüllen. Für den Landkreis Corumzell kann ich das mit Sicherheit im Wesentlichen bestätigen. Dieses Gesetz ist ein komplettes Misstrauensvotum gegen das bisher Erreichte. Wir sind erfolgreich, wir arbeiten erfolgreich zusammen und dieser Gesetzentwurf ist überhaupt nicht notwendig, weder in seinen Ausführungen noch in seiner Zielsetzung, sondern ist kontraproduktiv und gehört in die Tonne.